Hallo bei mir im Küchengarten. Heute stehen wir hier vor meiner Naturnützlingswand, wo ich ja in diesem Sommer diesen herrlichen Totholzbaum an die Wand gemacht habe mit der Hilfe von meinem Mann und hier diverse Nisthilfen für die Wildbienen aufgestellt habe. Bepflanzt habe ich das Ganze auch noch mit Nahrungspflanzen, die sehr reich an Nektar sind für die Bienen. Also wie hier zum Beispiel den Wiesensalbei oder dann den Lavendel. Das ist eine besondere Art der Farnlavendel. Den Gamander und auch den Duftsalbei, weil man möchte ja auch etwas für sich selber haben. Aber es soll ja heute gar nicht um diese, wie ich finde, großartige Mauer gehen. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich es für euch hier oben. Absolut sehenswert für alle, die sich wünschen, dass man auch im Kleinen, im Privaten etwas für die Nützlingswelt, für die Insektenwelt tun kann. Das geht eigentlich ganz einfach. Heute soll es um dieses tolle Gebilde hier gehen. Und zwar ist das die sogenannte Lufa-Gurke. Die wird jetzt nicht speziell zum Essen gezüchtet oder in den Gärten angebaut, obwohl man sie natürlich essen kann, solange sie noch klein, zart und jung ist, sondern sie wird gezüchtet für das fasrige Gitter, was sie innen drinnen bildet. Je älter die Gurke wird, desto mehr von diesem fasrigen Netz bildet sie aus. Und dieses Netz hat eine extreme Wasserspeicherfähigkeit und wird sehr gerne als Naturschwamm in der Küche verwendet. Das heißt, ich baue mir diese tollen Dinger hier an und kann mit 2 bis 3 Pflanzen meinen Jahresbedarf an ökologischen und nachhaltigen Schwämmen in der Küche und auch zum Putzen im Haus komplett selber abdecken. Und das ist etwas richtig Großartiges. Vor allem hier im Hausgarten, wo der Platz ja nicht unbegrenzt ist, ist natürlich eine Gurkenpflanze, die in die Höhe wächst. Also das heißt, man kann mit dem vertikalen Gärtnern hier ein bisschen spielen. Ein weiterer Pluspunkt für die Lufa-Gurke ist, dass sie es recht warm will und sonnig, so wie die meisten Gurkenpflanzen. Und jetzt mit dieser Klimaerwärmung, die momentan eh immer schlimmer wird, ist das für sonnige Lagen, so wie hier, diese Wand ist an der Südseite, absolut toll. Jetzt haben wir Ende September und man sieht, dass die Pflanze jetzt abgegeben hat. Es gibt zwar noch ein paar grüne Blätter, aber im Großen und Ganzen ist es recht zu Ende. Wie ihr hier sehen könnt, hat sich die Gurke über den ganzen Totholzast hinaufgerankt. Das hat im Sommer wirklich wunderschön ausgeschaut und neben den Früchten bot die Pflanze mit ihren vielen gelben Blüten erstens was Schönes fürs Auge und zweitens auch noch Nahrung für die Bienen. Das hier ist jetzt eine einzige Pflanze. Eigentlich hatte ich an dieser Wand 2 geplant. Ihr seht, hier auf der linken Seite wäre sich noch wunderbar eine zweite Pflanze ausgegangen. Nur es gibt in meiner Familie eine kleine freche Katze. Und die liegt auch gerne in der Sonne. Und wenn hier die Mittagssonne herscheint, ist Luki gekommen, hat sich hier herrlich gemütlich gemacht in der vorgewärmten Erde und hat mir die zweite Lufa-Pflanze, die kleine Baby-Jungpflanze, komplett tot gedrückt. Diese Pflanze, die es überlebt hat, habe ich dann mit einem Schneckenkragen geschützt. Also das ist ein doppeltes Hilfsmittel, nicht nur gegen Schnecken, sondern auch gegen freche Katzen. Aber ich muss euch sagen, ich bin mit der Ausbeute eigentlich richtig zufrieden, denn für eine Pflanze hat sie hier richtig viele Früchte dran, auch in einer annehmbaren Größe. Wie viele werden wir jetzt nach der Ernte gleich sehen? Normalerweise würde man die Früchte jetzt hier am Strauch hängen lassen, bis sie komplett vertrocknet sind. Aber das habe ich jetzt in unseren Breitengraden noch nie geschafft, denn es wird dann sehr schnell kalt und feucht und dann verfaulen die Früchte am Strauch und das wäre wirklich schade drum.
Also ich bin mit der Ausbeute richtig zufrieden, wenn man bedenkt, dass das nur eine Pflanze ist. Es sind größere dabei und kleinere. Ich denke, wenn ich mehr gedüngt hätte, dann wären die sicher auch alle noch größer geworden. Natürlich habe ich immer fleißig zugegossen, da sie an einer Südseite gewachsen ist. Dort ist sie sehr schnell ausgetrocknet und hat täglich Wasser gebraucht, um richtig und stark zu wachsen. Und dann wollte ich ausprobieren, wie diese Luvergurken am besten zu schälen gehen. Da grassieren nämlich im Internet viele verschiedene Möglichkeiten. Hier ist Versuch 1. Da ist die Luvergurke wirklich komplett frisch, frisch vom Strauch. Da habe ich ein Ende abgeschnitten. Da sieht man innen drinnen schon die Öffnungen und das Fruchtfleisch. Und jetzt versuche ich hier die Schale abzulösen und wieder erwarten, geht das verhältnismäßig leicht, es ist saftig und frisch und sie löst sich sehr gut von dem inneren Gerüst, das wir ja erhalten wollen als Schwamm. Danach habe ich hier eine Schüssel mit lauwarmem Wasser und da wasche ich nun das Fruchtfleisch und die Kerne gründlich und sorgfältig aus diesem Luvergerüst heraus. Man sieht schon, da löst sich einiges und da es ja recht frisch war, kommt da wirklich auch noch einiges heraus. Ihr seht auch den Unterschied, die hellen Kerne sind leider noch unreif, die dunklen werde ich aber zur Pflanzung im nächsten Jahr verwenden. Die sollten keimen. Allerdings ist die Luvergurke etwas keimfaul und keimschwierig. Also da immer genug auspflanzen, weil sie sich etwas schwer tut. Das Ergebnis ist aber richtig gut, schön sauber und weiß. Jetzt lasse ich es mal trocknen. Hier ist auch schon die zweite Luvergurke für meinen Versuch. Und zwar ist diese leicht angetrocknet. Die habe ich einfach ein paar Tage in der Sonne liegen lassen. Sie ist aber immer noch weich. Da habe ich zuerst einmal geklopft, um zu schauen, ob ich die Samen in eine Richtung klopfen kann. Und dann wieder die Enden abgeschnitten. Auch hier war das Entfernen der Haut wirklich überraschend einfach. Man sieht auch hier innen, es hat immer noch Fruchtfleisch drinnen. Es ist ebenfalls leicht angetrocknet. Und dann war auch hier Auswaschen angesagt, um das ganze Fruchtfleisch herauszukriegen und auch die Kerne. Ich habe allerdings schnell mitbekommen, dass die Gurke aufgrund der Größe, also ich habe aus der Mitte die Kerne nicht so leicht herausbekommen. Deswegen habe ich sie halbiert. Und dann habe ich auch den Rest der Kerne richtig leicht herausbekommen. Mein dritter und letzter Versuch war dann mit einer wirklich gut getrockneten Gurke. Die habe ich sogar im Backofen bei niedriger Temperatur für ein paar Tage getrocknet. Man sieht schon, es geht viel schwieriger zu schälen. Das Gitter innen bleibt vermehrt an der Schale hängen. Es war eine rechte Fuzelei und es entstanden so auch mehr Schäden an dem Gitter, was ja nicht so wünschenswert ist. Und auch der Vorteil, dass die Samen von selbst herausfliegen, weil alles so durchgetrocknet ist, war jetzt hier auch nicht der Fall. Ich musste nach wie vor gründlich spülen, auswaschen, um alles, was in dem Schwamm noch drinnen war, herauszubekommen. Mein Fazit aus diesen drei Versuchen ist, dass ich mit Versuch Nummer 2, also der leicht angetrockneten Variante, am zufriedensten war. Das war am saubersten und ging am leichtesten zu schälen und das Ergebnis war auch am erfolgreichsten. Schön, dass ihr beim heutigen Video wieder mit dabei wart. Die Luvergurke ist eine absolute Anbauempfehlung, vor allem im Hausgarten für Leute wie mich, die sich um die Nachhaltigkeit im Haushalt auch große Gedanken machen. Vor allem diese Luverschwämme sind im Handel, wenn man sie kauft, richtig teuer und es braucht nicht viel und nicht viel Platz, um sie im eigenen Garten erfolgreich anzubauen. Wer Interesse hat, ich werde
Samen von meiner Luferernte beim diesjährigen Garten-YouTuber Adventkalender verlosen. Also unbedingt im Dezember reinschauen. Ich wünsche euch eine traumhafte Ernte in euren Herbstgärten und freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!